Wir haben kein Vergnügen daran, heute die Sanktionen zu verschärfen. Wir wollen keinen Krieg. Der UN-Sicherheitsrat beschließt am Montag neue Sanktionen gegen Nordkorea. Der Beschluss sieht unter anderem ein Verbot von Erdgas sowie eine Deckelung an Ölexporten vor. Laut Südkorea ist der Beschluss eine ernste Warnung an das Regime in Pyongyang. Wir denken, dass durch diese Maßnahmen die Fähigkeit Nordkoreas, weiteren Atomprogramme nachzugehen, ernsthaft untergraben wird. Der Beschluss schickt auch ein eindeutiges Signal nach Pyongyang. Genug ist genug. Der insgesamt sechste Atomtest des kommunistischen Landes hatte weltweit Besorgnis erregt. Am 3. September hatte Pyongyang eine Wasserstoffbombe getestet. Wasserstoffbomben verfügen über eine weitaus höhere Sprengkraft als gewöhnliche Atomwaffen. Der Resolution wird einstimmig zugestimmt.